Hi Leute, hier ist Leingemeins. Ich begrüße euch herzlich zum nächsten Teil von Let's Play Euro Truck Simulator 2. Wir transportieren im Moment verpacktes Glas nach Dijon, also nach Frankreich. Und ja, kriegen dafür wieder 21.000 Euro, also wieder ordentlich Geld. Und ja, sind dann wieder etwas reicher. Wenn wir jetzt nicht mehr groß Verluste machen sollten, sind wir dann im Bereich von 60.000. Und ja, dann würde ich sagen, wir sind auch fast schon Level 15. Das sind nur noch 22 Erfahrungspunkte, die uns noch fehlen, und ich drücke fahren und es geht weiter. So, es hat geladen. Ja, wir stehen hier auf der Landstraße, hier wo wir knapp zu Triad fahren können. Ach, da vorne ist ein Bahnübergang, wie ich es gerade sehe. So, ich habe ja manuell. So, habe ich das Mikro auch an? Ja, das sollte an sein. Mal gucken, ob ein Zug kommt. Vielleicht kommt ja wieder dieser Bug da mit dem Dings, mit dem Bahnübergang, aber... War das hier auf der Strecke? War das wirklich? Nein, das war nicht da auf der Strecke, oder? Das war doch da unten, oder war das da oben? Hä? Nee, das war, glaube ich, hier drüben auf der Strecke, da. Weil der Zug fährt wahrscheinlich hier, genau. Der Zug fährt einmal hier so quer rüber. Und dann ist hier drüben, irgendwo da bei der Tankstelle, war auch irgendwo so ein Bahnübergang, wo dieser Fehler war. Vielleicht geht die Schranken runter, wäre ganz cool. Dann könnten wir das mal sehen, ob das jetzt nochmal passiert. Oh Mann. Schade. Wollt ihr runtergehen, Schranken? Das wäre doch cool. Brauchen noch 6 Stunden. Wie lange haben wir eigentlich noch, wie wir fahren? Also auf jeden Fall können wir schon mal durchfahren und... Ja, das wollte ich jetzt nicht. So. Jetzt gehen wir gar 6 Stunden. 50 Minuten stehen uns noch bevor an Strecke. Wir fahren an der Landstraße. Ich weiß gar nicht, wie weit es jetzt ist. Auf jeden Fall, es geht eigentlich, bis wir in Luxemburg ankommen. Da können wir eigentlich auch mal das Fragezeichen da, ja, uns holen, sage ich mal. Naja, oder können mal gucken, was dann da in Luxemburg sich hinter dem Fragezeichen verbirgt. So ist es auf jeden Fall eleganter und besser gesagt. Wir werden auf jeden Fall in die Nacht reinfahren und werden die ganze Nacht durchfahren, also im Dunkeln. Und ja, bei dem Stichwort Nacht fällt mir gerade ein, als ich bei mir gespielt habe letztens, da war ich in, ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, auf jeden Fall... ist mir aufgefallen, dass es wirklich nachts ziemlich leer war. Weil ich bin in eine Stadt reingefahren, ich weiß nicht, wo es war, ist ja eigentlich egal. Ich bin in eine Stadt reingefahren, bin dann hin und her gefahren, am Eingang der Stadt, ja, da war noch ziemlich viel, war noch ganz okay mit dem Verkehr, aber es war auch nicht so wie am Tag, wo man in Schlange steht, sondern man konnte wirklich in einem gleich über die Ampel durchfahren. Bin dann abgebogen in eine Straße, da war nichts los. Da habe ich da die Fracht abgeliefert, da bei Tramerie war das, glaube ich. Die Fracht bei denen abgeliefert, bin rausgefahren, immer noch kein Auto. Und dann bin ich die Straße lang gefahren, dann kam mir ein Auto entgegen. Und als ich durch die Stadt gefahren bin, habe ich höchstens fünf Autos und LKWs zusammen gesehen. Also das nachts und hier auf der Autobahn und Landstraße, da war so wenig los. Es ist so übel, es war glaube ich irgendwie 1 Uhr oder so. Also man merkt schon, glaube ich, also ich glaube auch schon, dass sie da was gemacht haben, dass ab einer gewissen Uhrzeit weniger Verkehr auf der ganzen, in ganz Europa hier, also im ganzen Spiel. Ist das hier weniger Verkehr auf den Straßen unterwegs, weniger Autos, weniger LKWs und Busse auch und ja, halt alles, was hier auf den Straßen unterwegs ist. Also, das merkt man schon. Und ich glaube auch, dass das da irgendwie, ich glaube nicht, dass es irgendwie Zufall war, ich glaube schon, dass es vom so auch jetzt gewollt war von den Entwicklern, dass sie das so einprogrammiert haben im Spiel. So, wir haben Vorfahrt, könnten aber den rauslassen, wenn er jetzt losfährt, jetzt ist es zu spät. Ach, der gibt eh Lichttube, ja dann fahren wir durch. Wir hätten ja eh Vorfahrt. So, Tank ist noch voll genug. Pennen müssen wir auch nicht. Die Tankstelle kann uns also vor egal sein, die in 200 Meter hier da vorne. Wir können ja trotzdem mal auf die Preise gucken. 1,43 war es in Holland. Wir sind jetzt hier in Luxemburg. Da tanken wir, wenn das wirklich 1,18 kostet. Aber das sind, glaube ich, Franken oder so ein Zeug. Alter, Leute! Guckt euch den Dieselpreis an! Alter, da kriegt man ja Kreislauf bei dem Preis. 1,18 €. Wenn das so heutzutage in Deutschland, wenn so die Spritpreise wären. Alter. Das wäre ja übel, dann würde man sich total freuen. So wie die Spritpreise im Moment sind, sind die ja grauenvoll. Keine Ahnung, 1,40 für Diesel fast. Also, na gut, okay, 1,35 eher, aber... Hier, 1,18. What the fuck? Alter, ist das cheap. Alter, ist das günstig. Aber, ich weiß nicht, war das dann in... Aber ich glaube, die Preise in
in der Niederlande für 1,43. Das war auch günstig im Vergleich zu den anderen, wie es hier in den anderen Ländern ist. In Deutschland ist es, glaube ich, schon wieder, sind die Preise schon wieder viel höher. Also von daher, da haben wir ja ein richtiges Schnäppchen gemacht. Gut, dass ich nochmal rausgefahren bin. Ich dachte erst, na, ich brauche doch nicht rauszufahren, weil das ist ja eh in Franken bzw. andere Währung, aber Luxemburg hat anscheinend doch die gleiche Währung. Das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nur, dass ja die Schweiz hat auf jeden Fall Schweizer Franken. Deswegen, und in England sind es ja die Pounds, deswegen steht es da auf der Anzeige halt in einer anderen Währung und deswegen muss man das also eigentlich im Kopf umrechnen, aber das kann ich jetzt nicht. Und, ja. Aber hier ist anscheinend gleiches Geld. Na dann, haben wir echt super Schnäppchen da gemacht, muss ich sagen. Gut, dass wir da angehalten haben. So, hoffentlich fliegen wir nicht aus der Kurve raus. Wow, die Standardreifen sind ja ganz gut. Ich glaube, ich habe die Standardreifen dran. Ich habe keine besseren dran. So, hier wird die Autostraße, Autobahn etwas breiter. Ist ja noch keine Autobahn. Das war ja, wir sind hier immer noch auf einer Landstraße. Die Landstraße wird zweispurig, das ist gar nicht so schlecht. Das ist gut so. Und dann können wir auch die Autos da mal überholen, wenn die da kommen. Wow, nicht an die Leitplanke, bitte. Na, das Schalten, da muss man immer drauf achten. Aber das passt schon. Achter Gang, da vorne ist Luxemburg. Boah, das ging aber richtig schnell, muss ich sagen. Das waren gefühlte 10 Sekunden oder so. Weil wir sind ja erst jetzt, ja, da wo wir den Teil hier angefangen haben, da waren wir erst am Anfang der Landstraße und jetzt sind wir schon hier in Luxemburg. So, 50 km/h. Dann können wir nochmal einen Gang runterschalten. So, jetzt sind wir ungefähr bei 50 km/h. Na stimmt, ich sehe es ja auch auf dem Navi, die genaue Anzeige, wie schnell wir sind. Ja, hier waren wir aber, glaube ich, schon mal. Oder war das, wo ich bei meinem Profil gespielt habe oder wo ich mit euch gespielt habe? Das hat aber gerade auch extrem gehangen. So, hoffentlich fährt er gleich los, wenn es grün ist. Wir müssen bald darüber. Hä? Ist der gerade schon losgefahren, bevor es grün geworden ist? Oder habe ich mich da geirrt? Ach, schalten, stimmt. Ich verpenne das immer. Wir fahren aber geradeaus, weil wir ja noch zu den anderen Dings hin wollen. Ah, der kann sich aber dann noch hinstellen, der Golf, oder? Kommen wir auf die vor. Da steht man gerade, da fährt man wieder los. So, eigentlich wäre das jetzt direkt die beste Route, aber egal. Wir fahren jetzt hier vorne recht. Ich lasse den Blinker gleich drin. Keine grüne Welle, schade. So sei es schade, Mensch. Das hätte man ja mal einbauen können. Das war wahrscheinlich dann zu viel Arbeit für die Entwickler, um überall eine grüne Welle einzubauen. Da müsste man dann immer gucken, wie man mit dem... Eigentlich müsste man das ja mit für die Autos abstimmen, die LKWs zu beschleunigen an der Ampel ja langsamer. Wenn man das dann alles für die Autos abstimmen müsste, weil die Autos sind ja bald, sind ja ganz schnell auf 50 km/h, dann müssten die das machen, die müssten hier so ein Auto fahren können, dann müssten die halt dann 50 an der Ampel losfahren und dann müssen die gucken, wann die nächste Ampel wieder grün schalten sollten, aber hier... Aber die können ja nicht eine bestimmte Strecke immer grün. Die müssen dann eine bestimmte Strecke grün schalten, aber... Ne. Das ist aber auch so okay. Da vorne haben wir einen Volvo-Händler, der uns eigentlich erstmal nicht mehr interessiert, weil wir wahrscheinlich kein Volvo mehr fahren werden. Oder es ist auch so, dass wir kein Volvo mehr fahren. Ohne wahrscheinlich, sondern wir fahren keinen Volvo mehr. Außer am Ende natürlich eventuell nochmal einen Auftrag, einen Volvo, aber da werden wir uns kein Volvo mehr kaufen. So, und dann fahren wir noch zur Arbeitsagentur. Volvo-Händler jetzt bitte entdeckt. Wir entdecken die Arbeitsagentur vorm Volvo-Händler. Die Arbeitsagentur entdeckt man schon immer viel ferner als die LKW-Händler. Beim LKW-Händler muss man immer viel näher ranfahren. Wir fahren 1 km/h. Jetzt 0 und bewegen uns trotzdem. Boah, wir waren 0 km/h und können uns trotzdem bewegen. Wie geht das? 0 km/h, 1 km/h. Okay. Gang sollte mal lieber runter. So, wir sind schon 10 Sekunden an der Ampel vorbei. Nachdem wir losfahren. So. Der Glasanhänger. Wir müssen nicht bei der ersten Ausfahrt raus. Ich fahre gleich mal in den Innenkreis rein. So, der Kollege da fährt der weiter. Ja, der was geht hier jetzt ab? Der macht Lichthupe im Kreisverkehr. Soll er doch weiterfahren? Vielleicht bin ich einfach zu nah reingefahren. Der wäre viel schneller gewesen, wenn er mich jetzt einfach warten lassen hätte. Warten lassen hätte. Und ja, so, wir ordnen uns mal hier neben ein. Noch gleich weiterfahren, müssen sich irgendwie abbremsen.
Ah, guck mal, wir sind genauso schnell wie ihr. Haha. So, und hier geht's auf die Autobahn. Hätten wir eigentlich nicht anders auf die Autobahn gekommen. So, wir wären dann hier, aber da fehlt halt die Verbindung. Man könnte aber hier... Ah ja, das ist aber auch so. Okay, da geht's zu ICCC, so eine Straße ab. Und dann zu, irgendwo da quer rein. Okay, interessant. Also wir müssen aber dann in die Mitte. Deswegen ziehe ich jetzt erst nochmal an dem vorbei. Bisschen schneller als erlaubt. Sitzen wir erst aus Luxemburg raus. Jetzt dürfte ich erst schneller als 50 fahren. So. Mhm. 40 km/h, etwas runterbremsen. So, bei 40 km/h sind wir jetzt. Die Drehzahl sinkt immer weiter. Wir können wieder einen Gang runterschalten. Und noch einen Gang. Und gleich stehen wir. Mensch, hier die 420 PS, wo bleiben die denn? Okay, aber er hat auch ziemlich dickes Ding da hinten dran. Was der ziehen muss, der LKW. Jetzt beschleunigen wir. Ja, bei 10.000 Umdrehungen ist zu lahm. Machen wir doch 8. Gang. So, gleich wieder hochschalten. Ja, ich fahre die jetzt immer bis 20.000 Umdrehungen. Ich weiß nicht, ob der Spritverbrauch dann wirklich höher ist, aber normalerweise wäre es ja so, aber ob das jetzt hier im Spiel auch so gemacht ist, I don't know. Aber ja, mal gucken. Wie soll ich es gucken? Was eigentlich ganz cool wäre, wenn hier im LKW noch sowas wäre mit, wie viel Liter er pro 100 Kilometer verbrauchen würde. Also so eine so eine Anzeige, die halt dann immer hoch und runter geht, die sich also anpasst, wie man halt gerade fährt. So dass man das ungefähr weiß. Das wäre ganz cool. Hier sieht man so die Spuren, wie die Fahrzeuge so gewechselt haben. So, und jetzt waren die meisten Fahrzeuge immer jetzt erst hier auf der anderen Spur. Hier die Fahrrillen, die ja durch die LKWs und so entstehen. Hauptsächlich durch die LKWs, aber wie ich euch ja schon mal gesagt habe, die Maut, die deckt nur sehr wenig von dem, von dem Betrag, der wieder in die Verbesserung der Straßen gesteckt wird. Das heißt, ich glaube nur 10 oder so Prozent, ich weiß es aber nicht, wie viel der Maut halt, die LKWs entrichten müssen pro Kilometer. Ich weiß nicht, wie das jetzt aussieht von, wie teuer das jetzt ist. Aber das, genau, das wäre es doch jetzt. Das hätten die doch noch hier einbauen können. In Deutschland gibt es das ja mit den Mautzahlen. Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, ob man da auch Mautgeräte braucht und so zahlen muss. Aber das wäre doch ganz cool, wenn es wenigstens in Deutschland, wenn man in Deutschland wieder ist, dass man das mit den Mautgeräten dann so ist. Dass dann hier auch so ein Ding da vorne, das müsste dann, ja, aber es kann ruhig da drin liegen. Da liegt ja dann sowas hier vor der Fensterscheibe. Und dann, hier haben wir es immer, beep, und dann, keine Ahnung, kann man das aber auch lesen, den Preis, den man, und dann am Ende der Strecke sieht man auch, wie viel man bezahlt haben muss. Und dann kann man da auch das lassen mit diesen ganzen Dings, Maut, die man dann immer zahlen muss, wenn man an irgendwie durch, da kann man diese ganzen Mautstationen weglassen, obwohl ich aber eigentlich das mit den Mautstationen ganz lustig finde. Müssen links hin, weil man darf ja nur links überholen, nicht rechts. Wir wetten, jetzt gibt er Gas. Wo ist er weg? Wo ist er denn? Ist er weg? Wahrscheinlich, er ist hoffentlich nicht im toten Winkel. Wow, okay, da ist keiner. So, ja, Radarkontrolle, aber ich fahre eh 90 km/h. Wir sind jetzt in Frankreich, ich weiß gar nicht, kommt eigentlich noch eine Mautstation? Ja, da unten kommt schon wieder ein. Ja, also ich finde es eigentlich trotzdem ganz cool, dass es Mautstationen gibt. Also ist eigentlich doch, ja, ist glaube ich besser, als das, wenn dieses Piepsgerät da ist. Finde ich mit den Mautstationen besser. Oh, den sehe ich gar nicht. Jetzt sehe ich ihn da vorne. Ja, ich habe ihn ja eben schon gesehen, aber erst kurz bevor eben, ja, Renault Laguna, ist das, Laguna ist das, glaube ich, ja. So, ich würde sagen, wir fahren noch bis zur Mautstation, oder? Das machen wir. Metz, da waren wir auch noch nie. 70 km/h, wow, knapp. Hier, knapp, Kollege. So, wir können wieder in die mittlere Spur. Wir wollen ja auch nicht abbiegen irgendwie. Ach, ich sehe im Spiegel ganz schlecht, ob da einer ist, aber da ist keiner. So. Der VW Golf da vorne, ja. Der weiße Golf, den überholen wir gerade mal. Wir dürfen ja wieder 90 fahren, also von daher. Die haben wir auch gleich erreicht. Team 2 jetzt. Und Gang. Naja, doch nicht ganz. Egal. Trotzdem Tempomat rein. Wow, also knapp. Ich finde es ein bisschen schade, dass bei den Autos und bei den LKWs keine Scheibenwischer so, ja halt, arbeiten, sag ich mal, oder sich bewegen. Bei mir, ja, da sieht man das außen, aber wenn wir jetzt mal ein Auto überholen, wenn wir das da vorne ist, eigentlich sehe ich, wenn wir es dann noch einholen. Vielleicht habt ihr es auch schon gemerkt oder so, aber auf jeden Fall. Ja,
der da vorne mal ein bisschen langsamer fahren würde, könnten wir ihn überholen. Jetzt hat er hier Geschwindigkeit, die er fahren will. Aber dann kriegen wir noch. Jetzt überholen wir mal. Boah, man sieht total schlecht jetzt wieder. Aber ich finde es immer voll cool. Also ich habe eigentlich gar nichts dagegen, wenn es so regnet und es so neblig ist. Das finde ich eher cool. Das ist also so spannend und so. Und ja. Boah, hoffentlich fahre ich jetzt nirgendwo dagegen, sonst bin ich gar. Und ihr seht keine Scheibenwischer. Das ist voll komisch. Das sind echt keine Scheibenwischer bei dem Auto. Das finde ich schade. Das hätten sie mal hinmachen können. Wenig Scheibenwischer, die da arbeiten. Das ist auch bei der höchsten Grafikeinstellung so, dass da auch Scheibenwischer arbeiten. Von daher. Schade. Naja, gut. Ich glaube, wir hatten aber schon mal dichtere Nebel. Da war der Nebel noch näher bei uns. Da konnten wir wirklich noch weniger nach vorne sehen. Und schon wieder habe ich bei dem LKW erst das, wie sag ich mal, Silhouette. Also erst den LKW erkannt so leicht und dann habe ich erst das Licht gesehen. Also das Licht war nicht vorm LKW zu sehen. Obwohl es ja eigentlich normalerweise, glaube ich, umgekehrt ist. Aber naja, gut. So, die Mautstation ist auch gleich da vorne. Es sind dann auch noch 170 Kilometer ungefähr bis nach Dijon, genau. So, wir ordnen uns mal hier hinter den ein. Wir müssen dann mal hinter den Renault fahren, der ja hier in Frankreich zu Hause ist. So, der sollte hier ganz viele Werkstätten finden. Aber die Werkstätten sind ja hier allgemein, hier gibt es ja jetzt nicht sowas. Aber das ist alles viel zu hohe Anforderungen an das Spiel. Das braucht man ja alles nicht, so extra Werkstätten, die dann nur für Scania sind, für Renault oder sowas. Das wäre ja alles viel zu aufwendig. Das reicht ja eine Werkstatt für alle. Schnell da durch. Nein, okay, das geht ja nicht. Da ist ja so eine unsichtbare Wand. Guten Tag, herzlich willkommen. Hä, das leuchtet doch grün, oder bin ich dumm? Leuchtet grün, ich bin nicht blöd. Licht leuchtet normalerweise rot, wenn man nicht durchfahren darf. Okay. Das war doch... Hä, das war doch eben grün. Kann mir keiner erzählen, was er... kann mir... ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, aber das war doch grün, da bin ich jetzt... So bin ich mir sicher. Ach scheiße, da könnten wir uns eigentlich gerade... So, fahren wir mal hier hin. Ich weiß, dass es illegal ist. Okay, illegal. Hey, was sind das denn für Plätze? Muss man sich mal angucken. Ist das Toilettenhäuschen oder was? Der sieht ja mal interessant aus, der Parkplatz. So, bei so einem waren wir ja noch nie. Cool. Kann man da an der Mautstation vorbeifahren? Nein, leider nicht. Es wär auch geil, wenn man das an der Mautstation sich vorbeitricksen könnte. So, wir stellen uns gerade mal hier hin. Wuppdiwupp. So, Handbremse rein, Motor aus. Licht aus. Und das war es auch schon wieder von diesem Teil. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Bedanken fürs Zuschauen. Und im nächsten Teil werde ich dann mal sagen, was ich eigentlich noch, was ich noch ganz cool fände mit der Polizei. Aber eigentlich das, was ich mir eigentlich alles noch in dem Spiel vorstellen würde, dann wird das Spiel natürlich noch mehr realistisch werden. Aber das wäre auch alles, glaube ich, total aufwendig, das zu machen. Also, ja. Aber es war einfach nur mal, was ich noch ganz cool fände, aber was wahrscheinlich einfach zu realistisch. Was halt realistischer machen würde, aber es einfach zu aufwendig ist. Auch das, was ich euch heute erzählt habe mit den verschiedenen Sachen, was ich halt noch ganz cool fände, aber ja, trotzdem, das Spiel ist einfach schon geil an sich, also kann man nichts sagen, kann man sagen, was man will, das Spiel ist einfach gut. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, sagt tschüss und bis zu einem meiner nächsten Videos, euer Alleingame 1, haut rein, Leute.